Mit diesem Briefbeschwerer wurden die Finger des Opfers zerschmettert. Gut, dann weiter geht's. Weil irgendwo hier in diesen Räumen müsste es ja noch was zu finden geben. Und im Ofen könnte vielleicht auch was sein. Der Ofen ist randvoll. Nee, aber... Hallo? So, jetzt. Kann ich hier raus? Also hier hinten hin. Vielleicht finde ich da noch was. Die Schlafgemächer des Bischofs. Sehr bescheiden eingerichtet. Hier ist nichts Interessantes. Gut, dann... Ja, das haben wir ja vorher schon gehabt. So, dann gehe ich jetzt mal weiter in den anderen Raum. Vielleicht kann ich da irgendwie noch was finden. Ich weiß, dass ich noch was finde. Da haben wir sie doch. Und es ist auch cool mit solchen Stäbchen oder was wir da haben, dass man damit den Tresor öffnen kann. Geile Idee. Da sind die nächsten. Noch mehr? Ich guck mal alles durch hier. Gut, gut. So, wir haben jetzt... Wie viel Stück haben wir mal? Ich schaue mal gerade ins Inventar. Wir haben 3 Steckteile. Ein Steckteil aus der Zimmerpflanze, also 7 Stück. Dürfte doch, glaube ich, reichen. Oder ich schaue mir mal den Tresor an. Lässt sich nicht öffnen. Ja, warum denn nicht? Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein Kack hier? Ach, ich muss versuchen, das... Ach, ist das jetzt wieder so angeordnet wie so ein scheiß Schachbrett oder was? Meine Herren. Ist nicht euer Ernst, oder? Scheiße. Ja, da gibt's vielleicht Hilfe oder so. Weil ich weiß es hier nicht, was ich da jetzt erreichen muss. Deshalb, das ist eben das, ja, was gerade irgendwie mir unklar ist. Okay. Probiere ich ja jetzt mal was. So. Ich glaube, das hat irgendwas mit diesen Damen zu tun. Mm-mm. Das war falsch. So, dann vielleicht so. Ich glaube, das sind, wir müssen jetzt irgendwas hier mit diesen Scheißfiguren machen. Ich tue sie mal so anordnen. Verdammt, ey. Nur noch einer. Ich glaube, so, oder? So passt das doch. Lässt sich nicht öffnen. Nö. Ach, habe ich noch ein paar verloren oder was? Ich habe anscheinend noch gar nicht alle. Es fehlen noch welche. Hahaha. Ich bin gut. Ich lasse ja erstmal alles liegen. Ich dachte, wir wären jetzt fertig hier. Aber wie wir sehen, auf der anderen Seite, obwohl wir haben eigentlich alle. Das sind eigentlich 6 Stück. Dann probiere ich es halt einfach nochmal mit meiner anderen Taktik. Wir machen jetzt wieder diese alle dahin. Weil das war ja anscheinend richtig. Sonst wären die, hätte er diese Dinger ja wieder zurückgesetzt. Ich glaube, irgendwie... Ich weiß nicht, aber ich rate einfach mal. Vielleicht müssen wir so machen, dass...
keiner dieser anderen ja, das berührt sozusagen. Vielleicht so. Ah! Ja, und da war ich vorher auch hier eingeblieben. Da habe ich dann. Nee, das ist auch wieder falsch, okay. Den machen wir wieder hin, weil der ist ja anscheinend richtig. Mal hier. Versuche ich es mal hier. Nee. Dann mach den auch wieder zurück. Vielleicht hier und hier. Nein. Vielleicht zurück und hier. Ja, es sind alle. Jetzt liegen, müssen eigentlich alle da liegen. Lässt sich nicht öffnen. Aber es lässt sich nicht öffnen. Okay. Interessant. Vielleicht könnte ich es dann ja auch anders machen. Ich mach. Ich brauche etwas. Ja, ich hab. Wir haben ja diese Dinger. Irgendwie muss es doch jetzt mal richtig sein hier. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder wie? Lässt sich nicht öffnen. Wieso geht denn das nicht? Ich habe doch jetzt alle Dinger da richtig positioniert, oder? Weil sie liegen ja da nicht. Mir fehlen Informationen. Lässt sich nicht öffnen. Warum denn nicht? Dann probier ich's hier. Mach den hier so. Nee, das ist alles falsch. Es muss so sein. Ich sehe es doch. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Ich wette mit euch, dass es diese. Ich. Kacke. Mir diese Kacke hier mir ist. Mir lässt sich nicht öffnen. Mir fehlt. Dann soll der Scheiß hier wieder hoch. So. Mir lässt sich nicht. Ganz schön kompliziert diese Sache hier. Mir lässt. Ich bin wahrscheinlich wieder zu blöd. Ihr seht's ja. Ich bin zu doof. Lässt sich. Och Mann, ey. Meine Fresse. Mir fehlen Informationen. Boah, Junge, jetzt lass die Scheiße, ey, du nervst. Ehrlich. Lässt sich nicht öffnen. Warum geht denn das hier nicht? Mir fehlen. Scheißteil hier. Kann ich das jetzt nicht wieder überspringen? Mir. Scheiß hier. Ich möchte es doch einfach. Mach es doch einfach dahin. Ja. Lässt sich. Das wäre sehr nett. Lässt sich nicht öffnen. Ich verstehe aber irgendwie nicht warum. Ich glaube irgendwie, dass ja, lass mir da. Ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß es. Wir gehen zurück. Irgendwo muss noch so ein Scheißteil liegen. Ich weiß es doch. Ihr braucht mir ja nichts vormachen. Ich schwör's, ey. Eine Whiskyflasche. Ich weiß, dass hier noch dieser eine. Sie haben nicht. Das irgendwo ist hier. Ich weiß es. Ich fühle es. Da fehlt noch. Da fehlt noch so ein Ring. Was sage ich nicht Ring, sondern Der Ofen. Ja, können wir mit dem Ofen interagieren, indem wir hier irgendwie drauf drücken. Mit dem Skalpell, mit dem Seil. 3, 4. Ja, das sind 6 Stück. Wir brauchen aber mehrere. Ich glaube, wir brauchen noch einen. Ich glaube, im anderen Zimmer müsste noch was sein. Das denke ich. Irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß es doch. Aber hier scheint nichts mehr zu sein.
ist ja das Blöde daran gerade. Dass ich hier einfach nichts mehr finde. Also gehen wir wieder raus. So. Ich hab doch jetzt nichts übersehen, ey. Ah, ich hab's. Ich hab's. Da. Jetzt aber. Sie haben gewonnen. Geil. Das ist nichts Neues. Was können Sie uns über die letzten Tage des Bischofs von Knightsbridge sagen? Empfing er Besuch? Schien er besorgt oder verängstigt? Jedes noch so kleine Detail könnte von Bedeutung sein. Sein Neffe kam gestern zu Besuch, auf Wunsch seiner Exzellenz hin. Das erschien mir etwas merkwürdig, weil dieser junge Mann seinen Onkel nur selten besuchte. Wissen Sie, woran das gelegen haben könnte? Haben Sie sich nicht gut verstanden? Doch, ich denke schon. Es lag wohl eher an der Arbeit des Neffen. Der junge Mann ist in den Archiven der Königlichen Bibliothek beschäftigt und hat nicht besonders viel Freizeit. Kennen Sie den Grund seines Besuchs? Nein, aber es war ein sehr hitziges Gespräch. Es dauerte nur wenige Minuten und am Ende war der Neffe sehr aufgebracht. Interessant. Ich habe all Ihre Fragen beantwortet. Darf ich jetzt die Polizei informieren? Ich fürchte nein, Reverend. Noch nicht. Gut, jetzt können wir den Tresor öffnen. Na endlich, ja, das war doch das, was ich eigentlich auch machen wollte. Ich habe einfach diese Stecknadel oder was das ist, diesen Stecker auf dem Bettpfosten einfach mal übersehen. Gnadenlos. Ich bin doch ein Gerd, ehrlich. Das hätte ich nicht übersehen können. So, jetzt aber. Jetzt, das war vorher so. So. Und das so, so, so. Jetzt. Zack. So. Es interessiert mich wirklich brennend, welcher außergewöhnliche Schatz solch einen Akt der Barbarei rechtfertigen könnte. Brillant! Dieser Tresor ist eigentlich absolut sicher. Wie ist das möglich? Niemand außer dem Bischof konnte ihn öffnen. Es ist fast schon unheimlich, mit welcher Leichtigkeit Sie den Tresor aufbekommen haben, Holmes. Ich habe genug gehört und gesehen. Dieses Mal können Sie mich nicht aufhalten. Halten Sie ihn auf, Watson! So, ich... Was zum... Jetzt muss ich ihm hinterherrennen, oder? Laufen Sie, Watson! Ah, nee, das macht er. Nee, also er haut ab und wir... Er konnte entkommen. Scheiße. Ich hoffe nur, dass es für Ihr Vorgehen letztendlich eine Rechtfertigung gibt. Es gefällt mir nicht, wie wir uns am Rande der Legalität bewegen. Wie ärgerlich. Machen wir uns unverzüglich auf den Weg. Was haben Sie im Tresor gefunden, Holmes? Was kann so wertvoll sein, dass sich diese Ganoven zu solch einer schrecklichen Tat hinreißen ließen? Der Reverend hat die Wahrheit gesagt. Im Tresor befand sich außer einigen religiösen Gegenständen, für die sich ein Diebstahl kaum gelohnt hätte, nichts Wertvolles. Also sind wir keinen Schritt weiter. Vielleicht wird ja die Polizei. Wenn die Polizei hier eintrifft, sind wir schon lange weg, Watson. Gehen wir. Gut, geh mal. Was sollen wir als nächstes tun? Ja, gehen, oder? Kehren wir so schnell wie möglich in die Baker Street zurück. Eben. Dann geh mal rein jetzt. Hä, wieso kann ich denn da jetzt nicht zurückgehen? Ich möchte gehen, Junge. Check's doch mal. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Kehren wir so schnell wie möglich in die Baker Street zurück. Ja, also dann komm jetzt mit. Weil hier geht's ja nicht raus, wir müssen hier raus jetzt. Ja, okay, hier müssen wir draufklicken auf die Lupe. Hab jetzt gerade nicht gesehen, sorry. Und da sind wir wieder bei der Baker Street, gut. Wir sind mit einer waghalsigen Geschwindigkeit quer durch London gerast und hätten dabei gut und gerne jemanden überfahren können. Und die Droschke musste ich natürlich wieder bezahlen. Hören Sie auf, mir Ihr Leid zu klagen, Watson. Wir müssen die Hinweise analysieren, die wir im Haus des Bischofs gefunden haben. So. Und es wurde natürlich gespeichert. Wir überspeichern trotzdem nochmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also bis dann.